Als Kind habe ich sehr viel Gutes erlebt. Da waren die Eltern da, wir waren die Geschwister alle zusammen. Wir sind hier in Köln zur Schule gegangen, dass zwar ich und ein älterer Bruder noch, der ins Lager geblieben ist, der Julius, dann eine Schwester Salamander und eine Schwester Agnes. Die sind hier noch alle hier eingeschult worden. Und erste Zeit war das alles ein wunderbares Verhältnis. Da war ich Kind und bin aus der Schule gekommen. Einmal sehe ich da, ein Haufen Leute standen da bei uns an die Wagen. Und einmal kam eine Frau und hat mich fotografiert. Im Gehen, ich war aber schon weit weg. Und dann ist er bei mich hingekommen, hat sie die Nase gemossen, die Ohren gemossen, Kopf gemossen, Kiefer gemossen. So hat sie bei meinen anderen Geschwistern genauso gemacht. Ich bin dann aus der Schule rausgekommen und wir wurden festgeschrieben. Wir durften Kölbe nicht mehr verlassen. Und dann hat mein Vater es doch fertig gebracht, dass wir wenigstens bis nach Marburg durften. Ich habe als Taktiker gearbeitet, war mal gelernt. Und mein Chef war politischer Leiter. Der hat immer zu mir gesagt, Heinz, nimm dich in Acht. Mach deine Arbeit und dann bist du auch angesehen. Wenn das nicht ist, muss ich dich melden. Warum? Warum wollte ich mich melden? Ich habe nichts gemacht. Nein, wenn. Denn es sind viele, die jetzt im KZ wandern. Habe ich lieber gedacht, ich habe es nicht geglaubt. Jedenfalls, ich habe bei dem Mann gearbeitet, 3 Jahre. Und habe Wochenlohn gehabt, 30 Mark. Das ist mein Bruder, der Älteste, der Adam, der hat gearbeitet. Bei Kaiser und Roth haben sie da Baumaterial hingefahren und er hat einen Speistragen und alles solche Sachen als Maurer. Dann mein anderer Bruder, der hat in Stadt Allendorf gearbeitet als Kranführer. Ich war halt Dachdecker. Meine Schwester, die hat gearbeitet hier in Marburg bei der Niederehe Tabakfabrik. Die haben diese Zigaretten und Zigarren gemacht da. Ja, mein Vater war in Heeresbetrieb in Kirchheim beschäftigt. Heupresse und Strohpresse. Fürs Militär mussten dafür die Pferde sorgen. Der Hauptwachtmeister Bären, der ist in der Nacht gekommen und hat gesagt mit seiner Frau, Herr Strauß, entschuldigen Sie vielmals, dass wir nachts noch kommen. Wir konnten uns nicht so sehen lassen, damit die Leute nicht sehen und sagen, dass wir jetzt bei euch waren. Dann kriege ich Schwierigkeiten. Also ich möchte euch sagen, wenn es geht, wenn ihr könnt hier mitmachen, dann macht's, verschwindet hier. Ihr sollt abgeholt werden. Da hat mein Vater gesagt, wie soll ich das machen? Wir haben doch unterschrieben, ich komme hier nicht weg, ich habe die Papiere, alles wird uns ja weggenommen. Wenn wir woanders hinkommen, müssen wir uns ausweisen können. Das war nicht der Fall. Also hat er uns schon mal gewarnt gehabt. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert. Dann sind wir hier nach Marburg gekommen, die ganze Familie durfte nur 30 Pfund Gepäck mitnehmen. Meine Mama ein bisschen Zeug zusammengepackt, alles andere liegen gelassen. Und dann ging es nach oben hin, da wo das Landratsamt war. Da war so ein Kittchen unten, so eine Halle. Da haben wir uns reingetan, so wie so ein Gefängnis. Und da waren wir drin gewesen. Da hatten wir wieder geschrien und geheult und gemacht und getan. Wir wussten nicht, was wir gemacht haben, haben nichts gemacht. Waren keine Verbrecher gewesen.
Wie viele Leute waren da in dem? Da waren jetzt bloß mein Vater, meine Mutter und 7 Geschwister. Die waren da drin. Und dann kamen aber noch mehrere zu, die wurden auch da reingebracht. Und von da aus sind wir dann, wie sie alle wieder zusammengesammelt haben, von das Landratsamt war, wo mit sie Mahntafel ist, von da aus runtergelaufen bis zum Bahnhof durch die Stadt. Dass die ganzen Leute da haben geguckt, mit Bewachung, Polizei. Und dann mussten wir bis zu dem Bahnhof. Viele haben geschrien, pfui, pfui. Viele haben geschrien, raus mit die Schweine. Alles so Sachen, wir waren wirklich, wie jetzt auch. Was soll ich da sagen noch? Das Leben war eben nicht mehr das, was war. Wir kamen in alle in so eine Waggon rein. Und da waren schon mehrere Waggons, wo sind die drin waren. Und dann ging es ab bis nach Kassel. Dann ging es von da weg bis Auschwitz-Birkenau. Birkenau sind wir angekommen, mussten wir alle raus aus dem Waggon. Dann wurde schon gleich sortiert. Jugendlichen nach rechts, Ältere halb rechts. So ging es bei den Frauen genauso. Mittag extra und die Jugend auch extra. Da wurde gleich so gemacht bei den meisten, was alte Zerbrechliche waren, die gingen gleich in die Gaskammer. Aber das wussten wir gar nicht, dass das in die Gaskammer war, das wusste ich erst später. Als ich selber da durfte arbeiten, da wurden sie auch gleich verbrannt. Da waren die Krematorium. In Birkenau war ich gewesen, 3 Wochen. Da sind wir tätowiert von vorher, erst alle aufgenommen worden. Und dann bin ich mit meinem Bruder, Julius, ins Hauptlager gekommen, Auschwitz. Ja, da habe ich gedacht, jetzt ich schaff's nicht mehr, jetzt bin ich von meinen Eltern weg, von meinen Geschwistern weg. War keiner mehr da. Was soll ich machen? Aber ich habe ein bisschen durchhalten. Das habe ich mit meinem Bruder und dann war Cousins von mir, die auch mit ihm zusammen waren in KZ. Und haben wir da gearbeitet, in der DRW. Da war das gewesen, dass wir da mussten erst Segelspäne in die Waggon tun. Und alles in Laufschritt, alles in Laufschritt. Dann wurde da ein Fluchtplatz gemacht. Da wurde erst der ganze Wald sollte geplant, war geplant, alles weggerodelt werden. Und das musste glatt gemacht werden, da mussten wir da arbeiten. So. Und da habe ich dann im Auschwitz drin. Und einmal ist da vom dritten Stock her, oh mein Schuss, da hat er ein Häftling tot geschossen, der Obersturmbannführer, schwarz, hat er tot geschossen. Ach, ich bin so gegen Angst, ich muss nicht wissen. Dann hat er rausrufen lassen. Der Zigeuner soll zum Tauch kommen, kam der Vorarbeiter und hat mich geholt und ich hoch.
Jetzt bin ich hochgekommen, hat so eine Kappe gehabt drauf. Kappe runtergemacht, stramm gestanden. Häftling 53, 45, bellt sich zur Stelle. So war das, musste man das sagen. Da hat er gesagt, so, für dich habe ich eine Arbeit. Der Obersturmbannführer. Ja. Hier unten ist eine Stelle als Pförtner. Diese Stelle hast du zu bewachen, dass niemand rausgeht und niemand reingeht. Wenn jemand reingeht, ohne Passierschein, wirst du aufgehängt. Pflichtet einer von den Häftlingen hier, du hast das gewusst, gehst du ab, wirst du auch aufgehängt. Habe ich vor das Tor gestanden. Ob es geregnet hat oder geschneit hat, das war gleich. Oder war heiß, oder ich musste da sein. Jedenfalls, die ersten 14 Tage, 3 Wochen, habe ich jedes Mal gezittert, wenn jemand kam. Dann musste ich, dann kamen sie mit den Autos an. Oberstrombahnführer, Unterscharführer und dann alle die Vorgesetzten blieben dann stehen. Ich musste sie halten, blieben dann stehen, ich habe das Tor nicht aufgemacht. Darf ich den Passierschein sehen? Hier ist der Passierschein. Und klatsch, habe ich schon ins Maul gehabt, dass das Blut von mir geflossen ist. Ich habe gesagt, ich habe den Auftrag von Obersturmbahnführer Schwarz, dies so zu machen. Und das ist eine Kleinigkeit. Ich habe eine Stelle gekriegt von einem guten Mann. Der hat gesagt, Heinz, komm, du kennst dich besser aus. Weißt du nicht jemand, auf den ich mich verlassen kann? Ich sagte, ja, was hast du für Arbeit? Ah ja, wir müssen das sortieren. Messer, Gabel, Löffel, alles dies, was die Juden und Sinti mitgenommen haben von zu Hause, das musste alles sortiert werden. Kämme und was alles so gab. Aber ich sagte, na, dann kannst du mal ein Duo beinehmen. Hat er den bei sich genommen. Und hat eine ganze Zeit lang da gearbeitet. War aber in Auschwitz. Dann haben wir zwar Feierabend nach Jahren kalt. Und jetzt stehe ich da, wurde abgezählt. Mein Bruder steht neben mir. Einmal wird in seine Nummer aufgerufen. Dann wird diese KZ-Nummer aufgerufen, sofort zum Rapport kommen. Wird ihn dahin gebracht. Da habe ich ihn gehört schreien, was aus seinem Hals rauskam. Da haben sie ihn vermöbelt. Und dann aufgesucht, kam auch auf den Bock. Da haben sie ihn geschlagen. Ich ging auf den Krankenbock, da rufte der andere schon raus. Dein Bruder ist hier. Ach, ich sag, kann nicht im Augenblick, ganz kurz. Ja, komm, schnell. Ich schnell hoch, die Treppe hoch, da gelegen, wie eine Leiche. Da habe ich gesagt, Junge, was hast du denn gemacht? Was hast du gemacht, deswegen hast du einen Schläger? Hat er gesagt, er hat ein kleines Messer eingesteckt. Das hat er mitgenommen. Und hat es einen verkauft von den Vorarbeitern für eine Scheibe Brot. Und ein anderer hat es gesehen, der hat mich verraten. Mein Bruder ist auch gestorben. Und dann konnte ich es nicht mehr ertragen, weil ich jetzt wusste, er war tot, kam weg. Haben sie alles auf den Haufen geschmissen. Mein Bruder hier gesehen. Das Gleiche.
Dann kam da, haben sie hochgeschmissen auf die Autos und ab zur Verbrennung. Wusste ich erst, dass es so gut ist. Ihr seid ja von Auschwitz dann weggekommen und sind noch in andere Buchenwald. Andere Lage gekommen. Ja, ich bin nach Buchenwald gekommen. Und vom Buchenwald, da waren wir nicht lange, 3-4 Wochen oder 3 Monate. Von da sind wir dann nach Ellerich gekommen. Und dann sind wir nach Dora, wo die V1 und 2 gemacht wurde, ist unterirdisch. Da haben wir dann gearbeitet. Da habe ich auch viel erlebt. Musste ich nicht erleben. Da haben sie gefragt, weil viele Zinti da waren, wer ist Musiker? Oh, haben sich viele gemeldet. Wer ist Tänzer? Haben sich viele gemeldet. Wer ist Arbeiter? Haben sich wenig gemeldet. Wer ist beruflicher Arbeiter? Wer ist Maurer? Habe ich mich gemeldet, war ich der Einzige. Das war mein Pech. Da musste ich an die SS-Baracken Platten legen. Das konnte ich alles. Habe ich auch gut gemacht. Das Material wurde rangefahren, also konnte ich arbeiten. Ich habe dann von vorne angefangen bis nach hinten hin und kam dann bis an die Baracken ran. Wie ich ja so ziemlich an die Baracken war, haben die das Fenster dazu gehabt, alles konnte ja nicht rein, nichts machen. Und oben am Berg sind 2 SS-Leute, junge Kerle, vorbeigegangen und haben geschmissen mit dem Stein nach mich. Und ich habe mich geduckt, da stand ich in die Fensterscheibe reingegangen. Dann kamen die von innen raus. Zwar gesehen haben die, und einer von denen, der war übergestellt worden, der war bei die Flak übergestellt worden, da zur Bewachung, war ein älterer Mann, da hat das zugesehen, da habe ich erstmal Schläge gekriegt, von denen da drin. Ich habe gedacht, ich gehe ein, getreten haben sie mich. Blut ist nur so geschwommen. Da haben sie gesagt, du fragst dich, unsere Scheibe noch einzuschlagen. Da hat der Mann, da habe ich gesagt, nein, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und schwindeln tust du auch noch, immer wieder. Dann ist dieser Mann aufgestanden, der Kitzlandsauer. Ich habe gesehen, da die 2 waren es gewesen. Die haben hier mit Steinen nach dem Mann geschmissen. Dann kam der Obersturmführer. Erst hat er sich die Arbeit angesehen. Dann hat er gesagt, war es das oder war es das nicht? Ich sagte, ich war es nicht. Also war es nicht. Wieder ein Draufschlag. So lange bis der andere hat gesagt, Mensch, sag, du warst es. Ich sagte, da muss ich leben, ich war es. Habe ich wieder stehen gekriegt. Und dann haben sie mich hochgebracht bis an die Pforte vorne, habe ich angeschnallt auf dem Bock. Es war ein Bock, der so ging. Beine auch auf. Da war da einer gestanden und da einer. Da waren so eine Holztunnel. Und da waren je 2 so eine Ochsenzimmer drin. Der hat geschlagen, dann hat der geschlagen. Hinten drauf. Weil der erste 2 Schlag war die Hose schon kaputt. War ja blieb Papier. Solche Streben habe ich gehabt. Blut zugeflossen, ich habe geschrien, was aus meinem Hals kam. Nachher konnte ich nicht mehr schreien. War alles taub. Ich hätte mich tot machen können.
25 Stücke gewesen. Und ich sollte zählen. Na, ich habe dann drei, vier Mal zählen können. War vorbei. Ja, dann drei Tage in Kallenburg. Da habe ich einen guten Freund getroffen, mit dem ich erst zusammen war. Der ist aber woanders da wieder hingekommen in Lager und ich auch wieder woanders. Und da hat er zu mir gesagt, weißt du was, Hans? Dein Vater ist bei mir im Kommando. Ach, oh, das darf nicht wahr sein. Den habe ich ja seit Auschwitz nicht mehr gesehen. Das waren anderthalb Jahre, zwei Jahre nicht mehr. Nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, bring doch mal hier mit hin. Der Kommando hat gesagt, das spielt schlecht. Aber was der Mann hat gesagt. Dann hat er gesagt, hier auf dem Fleck, da lasse ich ihn nicht mal stehen. Das gebe ich in Arbeit. Ich habe gesagt, gut, ach, da freue ich mich. Selbst war ich auch Haut und Knochen. Da habe ich ihn schon stehen sehen da. Ach, das ist er nicht. Na, wann kommt denn der endlich? Und ich habe von innen auseinandergestanden, von hier vielleicht bis bei dem Haus da. Nicht erkannt. Und dann bin ich näher angegangen. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, ist hier nicht der heißt Johann? Der Vorarbeiter? Würde ich sagen, wir sind. Es war kalt, kalt. Da stand man da. Da habe ich gesagt, ist das hier der Vorarbeiter? Nein. Da ist die Hand rausgerutscht. Von der Hand habe ich meinen Vater erkannt. Da war ich fertig. Nicht zu erkennen, nur Knochen, Haut und Knochen. Da war ich fertig. Und ich hatte es hier schon gewusst, da habe ich meine morgens das Bürobrot, was ich gekriegt habe, die Scheibe, und Mittag, was ich gekriegt habe, habe ich dann aufgehoben, um ihnen das zu geben. In der Fall du das. Er hat mich nicht gekannt und ich habe ihn nicht gekannt. So war das. Haut und Knochen. Das darf nicht wahr sein. Das hier, das hat hier ausgestanden. Ach, eingeschleppt. Nur noch Haut. Mein Vater war ein Mann von über 2 Zentner. Das war für mich schlimm. Ich habe gearbeitet wie ein Pferd und habe meine Geschäfte geführt. Von meinem 21. Lebensjahr habe ich meine Geschäfte geführt als Schausteller. Bis ich 88 operiert worden bin am Herz, dann habe ich abgegeben. Aber was ich verdient habe, habe ich in meine Sachen reingesteckt, habe das ausgezahlt. Neu bauen lassen. Dann habe ich das verkauft, habe wieder dies hier genommen, hier wieder umgearbeitet alles. Und meine Kinder haben alle gearbeitet, alle. Und habe mich auch mit der wieder richtig hochgearbeitet. Aber ich habe so viel gesehen und will nichts mehr sehen. Ich will meine Ruhe und Frieden haben, weiter gar nichts. Und mache es immer wieder weiter. Wie viel sehe ich hier? Was wirklich Schweinehunde war. Ich sehe sie nicht mehr. Ich will sie nicht mehr sehen. Weil ich Angst habe für meine Familie. So sagen sie aber die Zigeuner. Immer gleich die Meermasse. Das wäre genauso, wenn ich sage, du warst Nazi.
Nee, alle waren Nazi. Das geht doch gar nicht, kann man doch nicht. Jeder hat ja einen anderen Charakter. Viele waren Nazi und wussten gar nicht, was Nazi bedeutet. Genau wie wir nicht wussten, was das KZ war. Haben wir vorher auch nicht gewusst. Hieß es, wir sollen nach Polen kommen, da werden wir angesiedelt. Haben sie gelogen. Ja, ja. So, das ist so meine Sache, was ich euch erzählen kann. Circa 500.000 Sinti und Roma wurden im Nationalsozialismus auf grausame Weise vernichtet. Heinz Strauß verlor seine Mutter, 3 Schwestern, seinen Bruder, 2 Nichten, einen Neffen sowie zahlreiche Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Heinz Strauß verstarb am 27. April 2008 im Alter von 82 Jahren.